Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Graus-Peter. Ich komme aus Österreich, Vorarlberg, liegt am Bodensee. Müsst ihr alle mal hin. Sehr schön dort. Und ich freue mich, heute hier zu sein und etwas über die Musik des Herzens zu erzählen. Entstanden ist es im Grunde aus meiner Arbeit mit Menschen. Also ich habe sehr viel in Kliniken, in meiner eigenen Praxis, mit verschiedensten Menschen arbeiten oder zusammen sein dürfen, die sich als krank empfunden haben, die jede Art von Schmerz erlebt haben, psychisch, körperlich. Und mein Ansporn war im Grunde immer, sie dahin zu bringen, dass sie sich selbst wieder in die Gesundheit bringen. Also ich habe begonnen, vielleicht in Gesundheit und Krankheit zu denken, wie wir es alle tun. Das mache ich nicht mehr. Also Gesundheit und Krankheit hat für mich keine Bedeutung mehr. Ich denke in Balance und Disbalance, weil ich diesen Begriffen keine Energie geben will. Warum? Ich habe in der Arbeit, die ich mit, eben, ich muss halt das Wort jetzt Kranke benutzen, mit Kranken gemacht habe, im Grunde immer die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn ich es schaffe, dass sie so im Hier und Jetzt sind, dass sie sich wahrnehmen, dass ihre Gedanken ruhen, dass dann in ihnen eine sehr intensive Energie ist, dass ihr Herz lebendig wird und dass das für mich Gesundheit ist, dass das Balance ist. Und ich habe das auch gesagt und dann war halt die Antwort eher so, ja, warum spüre ich das nicht? Warum geht es mir schlecht? Warum bin ich immer noch krank? Und da ist eigentlich entstanden diese Idee, es erfahrbar zu machen. Denn das, was ich als Schwingung verspüre bei den Menschen, das schwingt. Und was schwingt, ist nicht krank, es ist auch nicht gesund, es ist eine lebendige Energie und die versucht mich ins Gleichgewicht zu bringen. Und das war so die Grundidee von diesem Klang des Herzens zu erfahren. Die Idee war das eine, das Umsetzen, das andere. Also, um es abzukürzen, es ging dann noch 2 Jahre Entwicklung und Forschung und Recherchieren sozusagen, bis es überhaupt möglich war, diese Schwingung so im Körper rauszufiltern und abzuleiten, dass überhaupt was damit machbar ist. Weil wir haben wir haben ganz viele Schwingungen in uns, wir haben ganz viele Frequenzen und es ist nicht so leicht, einfach das störungsfrei rauszubringen. Also nicht wie ein EKG, das ist ein starker Impuls und den leite ich ab und fertig. Egal, ob es jetzt, was weiß ich, einen Tumor hatten oder Kopfweh oder Depression oder wie auch immer, dass in jedem etwas Wunderschönes ist, also eine wunderschöne Resonanz, eine Melodie, ein Klang, den ich plötzlich dann diesen Menschen über die Sinne wieder hörbar machen konnte, also erfahrbar. Und dieses Erleben, das hat genau das ausgelöst, was ja jeder versucht, der jemand helfen will, dass es ihm besser geht. Er will ja, dass er seine eigene Energie ins Lob bringt, dass er sich stärker fühlt, gesunder, was wir dann halt als Selbstheilung sozusagen bezeichnen und dass er in diese Balance kommt und das gelingt eben hier am besten oder sehr gut. Am besten ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es klingt doch sehr gut. Also die Musik des Herzens, die macht da ganz viele Effekte. Warum? Ja, weil es ich bin. Also wenn ich mich erlebe, wenn ich mich erfahre und diese Schönheit in mir erfahre, dann merke ich sofort, wow, jetzt tue ich gar nichts und es entsteht in mir etwas Schönes, also von innen nach außen
Und weil wir eben Sinneswesen sind, müssen wir es auch irgendwie über unsere Sinne wieder erleben. Also jeder weiß, wird er umarmt, wird er berührt, wird er gestreichelt, fühlt er sich sofort besser und stärker, wie wenn jemand nur sagt, ja, wird schon wieder. Das sind ganz andere Dinge, die uns berühren. Jetzt, ich habe hier Außenwelt und Innenwelt stehen. Wir haben immer das gleiche Dilemma. Die Außenwelt ist das, was unsere Innenwelt berührt, und die Innenwelt ist das, was so schwer in die Außenwelt kommt. Also Außenwelt ist alles, was wir eben sinngemäß erfahren. Was wir sehen, was wir hören, was wir spüren, was wir lesen. Und was uns auch, wenn wir in der, ich sage jetzt Außenwelt, in dieser aktiven Welt sind, was uns auch immer Energie kostet, wo wir Energie verbrauchen. Also das ist so unsere aktive Kraft. Die Innenwelt, das Fühlen, dieses sich spüren, den Kopf freischalten, das Entspannen, das ist das, was uns wieder die Energie zurückgibt, damit wir jetzt in einem guten Verhältnis sind, müssen wir beides leben. Das bedeutet, lebe ich nur Außenwelt, also Job, Stress, Geld, was auch immer, dann komme ich in eine Disbalance. Und sobald ich in dieser Disbalance bin, ist wie im Autofahren, irgendwann kommt bitte tanken. Und wenn ich das nicht will, kann ich natürlich dieses Licht rausdrehen und weiterfahren. Geht auch gut, bis halt der Motor steht. Und das passiert jedem, der diese Balance nicht mehr leben kann, also der nicht diesen Ausgleich findet. Und hier ist es so, dass alle modernen, ich sage jetzt halt wieder Krankheiten, Diagnosen, also so diese Gesellschaftsgeschichten, Burnout, Erschöpfung, Schlafstörungen etc., beruhen im Grunde ganz stark darauf, weil wir nicht mehr in diese Mitte kommen. Also wenn wir nur im Kopf sind, können wir uns nicht in die Ruhe begeben. Und ich habe erfahren, dass wir eben wirklich wieder so einen Schubf brauchen, jemand, der halt mal sagt, leg dich hin und tu nichts oder genieße etwas. Und über die Herzmusik kann ich hier auch einen sehr guten Ausgleich schaffen. Ich kann es auch machen, wenn ich vielleicht einen Baum umarme, weil ich Bäume liebe, tun die wenigsten. Also die wenigsten gehen in den Wald und umarmen vielleicht einen Baum. Die Musik aus dem Herzen ist da nicht manipuliert. Also das bedeutet, wenn ich jemand eine Herzmusik, wenn ich jemand hören lasse, wie er spielt, dann ist er immer ganz erstaunt, wenn ich sage, jetzt legst du dich hin, machst deine Augen zu und tust einfach gar nichts. Aber das mit Hingabe, haben viele schon ein Problem. Was ist nichts tun? Und was kann dann schon rauskommen? Aber im Nichtstun, im Nichtstun bin ich eigentlich am Schöpferischen. Nicht im Tun, weil im Tun blende ich immer irgendwas aus. Und dann spiele ich auch am schönsten. Außer ein kleines Kind ist egal, das kann auch etwas machen. Das spielt trotzdem wunderschön, weil es ganz im Hier und Jetzt ist. Also das Kind denkt nicht, was muss ich in 10 Minuten machen, keine Ahnung, das ist ganz da. Was ihr hier so lesen könnt, das sind im Grunde Rückmeldungen von Menschen, die ihre Musik hören, einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat, dreimal am Tag, das ist völlig individuell. Die stärkste Wirkung ist sicher, in dieser Balance zu sehen. Also, dass ich immer wieder in dieses Gefühl komme von Ausgleich. Also, ich spüre mich und sobald ich da drin bin, baue ich Energie auf. Das verstehen die wenigsten. Sie glauben, sie bauen Energie auf, wenn sie was leisten.
und dann einen Erfolg haben. Das funktioniert leider so nicht. Im Grunde kann ich mit Musik alles unterstützen, insofern sie mir in meinem Herzen etwas auslöst. Also es gibt so diese schönen Sätze, ich höre meine Lieblingsmusik und mein Herz geht auf. Das bedeutet nichts anderes, es wird wieder lebendig, es geht mit mir in Kontakt. Und über Musik kann ich ganz viel erreichen, ich kann es nur nicht erklären. Und die Leute, die was messen wollen, die was verstehen wollen, die wollen immer einen Beweis, die wollen es erklärt haben und haben es eben nicht verstanden. Ich kann es Gott sei Dank, ich kann nicht messen, was Musik ist, ich kann auch nicht messen, was Schmerz ist oder Liebe ist. Das wäre auch furchtbar. Also würde ich zum Arzt sagen, was weiß ich habe 5 Kilo Kopfweh, hätte er keine Ahnung. Oder zur Partnerin sagen, heute liebe ich dich so, 3 Meter lang, 8 Meter hoch, 400 Kilo und rosarot. Schickt sie mich auch zum Arzt unter Umständen. Also ich kann gewisse Dinge nicht erklären, aber ich kann sie erleben. Und was ich erlebe, macht was mit mir. Und dann kommt es einfach darauf an, was macht es mit mir. Und das soll ich zuerst mal gar nicht messen. Das ist keine optische Täuschung, eine Spiegelung. Warum? Dieser Spiegeleffekt wirkt auf Menschen ganz enorm. Also man weiß, ich hüpfe mal so ein bisschen in Medizin rein, wenn jetzt jemand einen Schlaganfall hat, dann spürt er diese Seite des Körpers nicht mehr, die eben betroffen ist. Also er schaut dann seinen rechten Arm an als Beispiel und er weiß nicht, was das ist. Und da muss er mit seinem Gedanken ganz fokussiert an den Arm denken und ihm sagen, geh rauf, und er macht das. Er spürt ihn aber immer noch nicht. Also das ist ganz furchtbar eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Und in der Therapie wird jetzt ihm gelernt, denk daran, und macht das. Und so lernt er die Bewegung. Wenn er jetzt zum Beispiel läuft, muss er sich immer darauf konzentrieren, den Fuß zu bewegen. Wenn jetzt jemand anders kommt und dieser Mensch ist noch im Training und spricht ihn an und er wird abgelenkt, spricht zurück, fällt dahin, weil er vergisst, den Fuß per Befehl nachzutun. Ist da ganz eine schlimme Geschichte eigentlich. Jetzt ist man draufgekommen, wenn man jetzt allerdings diesem Menschen einen Film zeigt, wie jemand den rechten Arm hebt, dann wird in seinem Gehirn genau diese Region aktiviert, die dafür zuständig ist. Also ist ein Spiegeleffekt. Er sieht es und dann macht es noch und dann geht es doppelt so schnell. Bei der Musik ist so ähnlich, also die Musik aus dem Herzen, das bin ja praktisch ich. Und wenn ich mich höre, spiegelt sich sozusagen über den Klang die Liebe in mir wieder. Ich selbst erfahre mich in einem Zustand, wie ich vielleicht oft gern wäre und wo ich hin könnte. Und damit macht es dann Sinn, dass so lange oder immer wieder mal zu hören, um sein Herz daran zu erinnern. Ist das Herz eine Pumpe? Medizinisch gesehen? Ja. Wenn man eine Pumpe nimmt und man presst Flüssigkeit durch, dann kommt die in einer ganz bestimmten Form raus, oder so. Wie beim Wasserhahn. Wenn ich jetzt in so Arterien reinschaut, in Venen, dann schaut das ganz anders aus, im Grunde. Also gepumpt ist so, alles in eine Richtung, vorwärts Marsch, und das Blut fließt aber ganz anders. Und ich behaupte jetzt einfach mal, würde das Herz pumpen wie eine Pumpe, wären wir relativ jung,
nicht mehr da. Ich denke, das Herz ist schlau. Es spielt einfach eine Melodie. Es gibt einen Impuls und der Körper geht damit in Resonanz, er antwortet. Und wenn ich dann so, wenn ich nochmal dieses Bild vom Blut anschaue, dann ist das für mich eher so, wie wenn das Blut tanzen würde und nicht wie wenn es gepumpt wird. Es ist sehr lebendig, es umkreist sich und ich weiß nicht, ob es Wiener Walzer ist oder Cha-Cha-Cha, also habe ich noch nicht rausgefunden, aber es ist sehr ungepumpt. Es pumpt einfach nicht, weil es eben nicht dumm ist. Was hier zu lesen ist, also diese Dinge, die sind mehr oder weniger alle schon ein bisschen gemacht worden. Also ich bin überall mit der Musik dran. Ich versuche, Therapien, Einrichtungen etc. zu unterstützen. Ich habe allerdings auch genauso viele Menschen, die überhaupt nicht irgendwie krank sind oder sich krank fühlen. Die finden das einfach nur toll, sich mal so zu erleben und das auch als eigenes Geschenk mitzunehmen oder den Kindern zu schenken. Es gibt keine Geschichte, die jetzt gegen eine Therapie spricht, wenn man dazu Herzmusik macht oder umgekehrt. Also da gibt es nichts, wo man sagen könnte, ja, wenn ich das mache, brauche ich keine Therapie mehr oder umgekehrt. Ich sehe das ja auch nicht als therapeutisch, sondern als energetisch. Irgendwie war mir das dann zu langweilig, sondern mit Herzmusik und ich habe gedacht, ja, wir sind ja so aufeinander angewiesen, so Resonanzwesen und dann kam die Idee, ja, wie ist denn, wenn man zusammenspielt? Irgendwie schwingen wir doch zusammen und man weiß, wenn jetzt zwei Menschen nebeneinander sitzen, die sich gar nicht kennen, die sich aber irgendwie verstehen, dann geht es ein paar Minuten und die atmen völlig synchron. Zum Teil ist sogar der Puls identisch. Wenn man jemanden nicht, ich sage jetzt mal, riechen kann oder schmecken oder sich unwohl fühlt, dann dem weichst du automatisch aus, da ist keine das geht einfach nicht. Und das kann man auch über die Musik des Herzens hören. Also wenn zwei Menschen sich verstehen, dann antworten die sich über die Instrumente. Und wenn sie sich nicht verstehen, klingt es immer ein bisschen schräg, sage ich mal, disharmonisch. Ich hatte zum Beispiel eine Mama mit der kleinen Tochter, wo mir die Mama so erzählt hat, wie sehr sie ihre Tochter liebt und sie will unbedingt mit ihr das machen. Und das klang immer, ja, eben, es war nicht so, wie ich es kannte, sein sollte. Und die Realität war einfach, dass hier auch noch andere Dinge im Spiel waren, die gelebt wurden, also sprich Rotwein, Schnaps etc. Und das Herz kann nicht lügen. Also man weiß, es gibt auch diese schönen Sprüche, das hat sich hier bewahrheitet. Auf der anderen Seite hatte ich schon Ehepaare, 40 Jahre verheiratet, habe ich dann gesagt, er wollte das wirklich. Und die haben wunderschön gespielt, also auch das gibt es. Und da gibt es therapeutisch Möglichkeiten, wie eben auch einfach so. Im Therapeutischen ist es sehr gut jetzt bei depressiv Erkrankten, ich sage jetzt halt wieder erkrankt, weil also ein Mensch keine Antwort gibt, wenn du ihn was fragst. Er schweigt. Und du kannst aber sein Herz hören. Und du kannst ihm mit deinem Herz auch so einen Impuls geben und kannst ihn ein bisschen rauslocken sozusagen. Und das ist eine Möglichkeit, die funktioniert. Auch mit Wachkoma, da komme ich später noch dazu, so eine kleine Geschichte, die es gibt. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man irgendwie mit einem Menschen auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten möchte. Dann ist dieses Spiel der zwei Herzen eine ganz wunderbare Erfahrung. Ich hatte den
Rüdiger Dahlke bei mir mit seiner Frau, der hat das auch gemacht, der ist dann gleich eingeschlafen. Also es hat ihn wohl beruhigt. Das würde ich mir so oft wünschen, dieses Bild, dass wir so mehr auf unser Herz hören und vielleicht unser Denken ein bisschen zurückschrauben. Es ist ja eher so, was ist Herzintelligenz? Also das Herz hat eine ganz große Intelligenz. Es kann uns zum Beispiel, wenn es ganz aktiv lebt, das Denken nehmen. Auch über Musik. Also wenn ich eine Musik höre, die mich im Herzen berührt, merke ich gar nicht, dass mein Kopf nicht mehr aktiv ist. Oder bei einem intensiven Gefühl schaltet mein Kopf ab. Aber der Kopf kann eben auch das Herz beeinflussen, er kann es trainieren. Das bedeutet, wir leben in einer Zeit mit viel Leistung, mit viel Stress, mit viel Power, mit viel Ich muss. Wir sind alle jung, schön, reich, haben Energie ohne Ende. Das bedeutet, wir sind immer voll im Kopf. Jetzt lernt der Kopf unserem Herzen, weil wir so leben, immer auf Höchstleistung zu gehen. Also das Herz ist immer voll drin. Auch wenn ich rausgehe aus dem Job, weil da muss ich im Sport der Beste sein, ich muss im Tennis oder im Joggen, also wo auch immer, das Herz bleibt immer ganz stark in der Leistungskurve oben. Körperlich, wenn man das jetzt medizinisch betrachtet, bedeutet das, ich schütte die ganze Zeit Adrenalin aus. Ist ja gut, kann ich viel leisten. Aber ich schütte oder ich senke total meinen Cortisolspiegel und habe damit überhaupt keine Abwehr mehr gegen Infektionen, gegen was auch immer. Das Problem ist, dass ich in diesem Stress, also in dieser Spannung, meinen Körper gar nicht wahrnehmen kann. Ich spüre mich gar nicht, also ich komme gar nicht mehr in Kontakt mit mir und irgendwann, weil das Herz dann doch klug genug ist, schaltet es halt auf Game Over. Also sprich, es fängt an zu rasen oder es stolpert ein paar Mal. Ich kenne also Leute, 30 Jahre, 35 Jahre, die beim Spazierengehen umgefallen sind, Burnout. Und dann muss ich meinem Herzen wieder lernen, lebendig zu werden, sprich aus diesem Stress rauszukommen und wieder mit mir in Kontakt zu gehen. Wir hätten genug Vorbilder, man muss nur Kinder anschauen, aber haben ja keine Zeit. Stress. Und dann kann es das Herz wieder lernen. Wenn ich das nicht mache, reagiert es wieder. Zum Burnout vielleicht noch so eine interessante Bemerkung. Wenn ich drin bin und das wirklich erlebe, dann geht es im Schnitt zwischen 2 und 4 Jahre, bis ich wieder halbwegs auf dem energetisch normalen Level bin. Egal, was ich mache, egal welche Therapie, was auch immer. Weil bis ich dorthin gekommen bin, habe ich auch ein paar Jahre gebraucht. Also es muss niemand diese Illusion haben. Ich werfe mir dann eine Pille ein und es geht mir wieder gut. Was bedeutet Herzensintelligenz? Herzensintelligenz bedeutet im Grunde, mein Herz reagiert auf alles, was ich mache, indem es seine Kraft, seine Schläge, seinen Intervall sozusagen anpasst. Und das nennt sich in der Abkürzung HRV. Also HRV bedeutet Herzratenvariabilität. Langes Wort und klingt klug. Ein gesundes Herz schlägt also von Schlag zu Schlag unregelmäßig. Es ist variabel. Es reagiert auf alles, was ich mache. Ich lege mich hin, ich stehe auf, ich tue was. Es ist ganz unregelmäßig. Also natürlich nicht so unregelmäßig, dass ein paar Herzschläge fehlen und dann wieder 5 mehr sind, sondern in feinen Abständen. Wenn es regelmäßig wird, dann wird es gefährlich. Also sprich, wird jetzt mein Herz auf die Millisekunde immer gleich schlagen, wäre ich nach 4 bis 5 Tagen tot. Unwiderruflich. Also jeder. Weil
dann ist so in dieser Starre, in dieser Blockade drin, dass es mir jede Möglichkeit nimmt, Energie aufzunehmen. Und das habe nicht ich erfunden, das ist schon 5000 Jahre alt, also die Pulsdiagnostik der Chinesen. Also ich kann das nicht, aber die konnten das so rausfühlen, dass sie sofort gesehen haben, da passiert was. Mich hat diese Herzensintelligenz sehr fasziniert und ich habe dann begonnen, die Wirkung der Musik auf diese feinen Wellen im Herzen praktisch zu messen, zu schauen, was kann man das darstellen? Gibt es eine Wirkung, die ich dann verfolgen kann? Oder bilde ich mir nur ein, es ist einfach besser? Und da gibt es eben dann die Möglichkeit, man sieht ja so ein Bild von so einer Aufnahme, dass ich während die Musik läuft praktisch auf im Minuten- oder im Sekundenraster schauen kann, wo steht der? Also ist der im Herzen variabel oder ist er blockiert? Und man sieht im Bild, unten sieht man schaut aus wie eine Ellipse. Und dieser Mensch ist jetzt sehr variabel, also sprich, sein Herz ist von Schlag zu Schlag nie gleich. Wenn ich jetzt so etwas mache und dieses Bild ist ganz rund, also so ein Kreis, dann ist es gefährlich, dann ist er im Grunde schon, also in der Entspannung natürlich, nicht in der Leistung, dann ist er schon irgendwo in seinem Leben dahin gekommen, dass er so in dieser Starre lebt. Und das ist dann wird es Zeit, was zu tun, da muss man mal schauen. Und diese Kontrolle war für mich interessant, um auch zu schauen, wie nimmt er Energie auf, wenn er jetzt seine Musik hört oder wenn er eine andere hört oder wenn er sich einfach entspannt. Und ich habe bei Gesunden gemessen, bei Kranken oder bei Leuten in Disbalance. Und es ist so, dass dieser eigene Klang einfach am stärksten wirkt. Also unabhängig von Krankheit oder von Diagnose, dass also bei 70-80% der Leuten innerhalb von 20 Minuten sich die Energie um 20-30-40% messbar in dieser Zeit steigern lässt und die meisten auch etwas spüren. Die Herzratenvariabilität ist im Grunde eine unglaublich genaue Darstellung vom Herzen. Also auch in der Medizin wird das immer mehr benutzt, wenn jemand einen Infarkt hat, EKG 24 Stunden, macht man kaum noch ohne HAV. Spitzensport ohne HAV ist gar nicht mehr denkbar. Und ist im Grunde eine junge Wissenschaft, sage ich, die aber viel mehr aussagt. In Zahlen gesprochen, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie Puls messen, messen Sie halt jede Sekunde, jetzt grob gesagt, einen Schlag oder eineinhalb, zwei, je nachdem wie schnell der Puls ist. Im HAV messe ich zwischen zwei Herzschlägen bis zu 1500 Mal. Also zwischen zwei Schlägen. Und da kann ich natürlich viel mehr rauslesen, wie wenn ich nur irgendwie nur einen Pulsschlag mache. Das war mir dann immer noch zu wenig und habe gedacht, ja, ich will noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Und dann, also nicht diese Farbe, die Sie hier sehen, das ist nur so Farbe im Allgemeinen, dass Farbe und Licht und Klang irgendwie zusammengehören. Und da gibt es eine interessante Geschichte, wenn man Klangtherapeuten und Farbtherapeuten betrachtet. Die haben sich irgendwann nicht mehr so geliebt, sage ich mal, und sind so ein bisschen auseinandergegangen. Das Interessante war aber, dass der Klangtherapeut dann immer gesagt hat, dieser Ton entspricht dieser Farbe, ich spüre das. Oder ich kenne eine Malerin, also eine Künstlerin, die ist so
genial, also in meinen Augen auch, die hört in jeder Farbe Musik. Und die Maler haben ihren Farben auch Klänge zugeordnet. Und irgendwann haben die dann wieder diesen Bogen gefunden und haben festgestellt, dass sie im Grunde vom Gleichen sprechen. Und ich habe das dann umgesetzt, indem ich also den richtigen Ton mit der Farbe einfach verbunden habe. Also ich mache, wenn ich Musik mache, mache ich so, dass derjenige, der sich hört, dann von einem Farblicht bestrahlt wird oder auf die Decke, je nachdem, also mit geschlossenen Augen, man soll da nicht so reingucken und glauben, es ist besser, wenn die Augen groß sind. Und hier wird nochmal eine Steigerung, auch im HAV festgestellt. Also, dass ich über diese zweite Sinneserfahrung nochmal so einen Schubs bekomme. Und das hat mich dann sehr gefreut, natürlich, dass auch hier nochmal dieses Licht des Herzens, wie ich es dann genannt habe, doch noch so einen schönen Einfluss gemacht hat. Dann, hier ist zum Beispiel von einer Lampe, es gibt unzählige Möglichkeiten, also es gibt Deckenleuchten und Wasserhimmer. Was mich dann ein bisschen auch gestört hat, oft beim Hören, dass wenn ich das gehört habe, ich oft irgendwie mich dann abgelenkt gefühlt habe und ich habe gedacht, ja, es klingt zwar, aber es fehlt mir noch was. Und dann habe ich lang rum experimentiert mit verschiedensten auch, wie höre ich mich am besten. Ich habe ein Klangbett, wo ich durch das Bett die Musik höre. Oder, am Schluss bin ich dann so sehr guten Kopfhörern gekommen, weil ich dann so ganz bei mir bin. Und danach hatte ich aber das Glück, dass ich diesen, so wie ich mir das immer so vorgestellt habe, das auch wirklich dann so ganz frei zu erfahren über das System, das ich hier aufgestellt habe. Also da darf ich nicht Boxen sagen, sonst geht's rund. Also das sind da Schallwandler, die den Effekt haben, dass wenn ich mich höre, ich nicht mehr Musik höre, ich versuche mal so auszudrücken, ich werde zur Musik. Und das ist ein ganz intensives Erleben, weil ich werde nicht mehr beschallt, sondern ich bin. Und mir ist so wichtig, dieses Erleben von Sein zu haben. Und über diesen Klang erlebe ich das eigentlich am intensivsten. Also ich weiß dann gar nicht mehr, wo kommt Klang her, sondern es ist Klang. Und darin kann ich dann, ja, also ich fühle mich dann immer, wenn ich darin baden könnte. Ich spiele euch das dann auch noch vor, wie das klingt, damit ihr auch einen Hörgenuss noch habt. Und die Kombination dann von Ton, von Licht und von Sein, das ist genau das, was in uns Balance erzeugt, was in uns ein Gefühl erzeugt von ich bin, und dann steigt automatisch die Lebensenergie. Und das ist das Faszinierende. Und das hat nichts mit Krankheit zu tun, denn wir vergessen immer, Schwingung ist nicht krank. Nur was wir hinein als Definition hineingeben, was krank oder gesund sein soll. Und ich mag die Worte Krankheit und Gesundheit aus dem Grunde nicht. Im Laufe so meiner Aufnahmen hatte ich dann noch das Glück, Dr. Emoto kennenzulernen. Ich habe ihn dann auch gleich verkabelt, er ist mir auch gleich eingeschlafen. Nach 10 Minuten war er nicht mehr da. Und warum Dr. Emoto? Dr. Emoto machte die Wasserkristalle, also diese wunderschönen Kristallbilder. Und ich wollte auf dieser Ebene auch schauen, habe ich recht, wenn ich jetzt einen Kranken nehme, eben in unserer Vorstellung krank, macht er dann kranke Kristalle, müsste ja sein irgendwie. Und ich war dann vor einem Jahr
also bei uns in der Uniklinik in Klagenfurt, auf einer Station mit Kindern. Und da war ein schwer verletztes Kind, das war 12 Jahre alt. Das wurde von einem Auto touchiert, das er angefahren. Das lag im Wachkoma. Das hatte also schlimmste Verletzungen. Man hat gesagt, ja, da wird nicht mehr viel passieren, halt, sie lebt. Und ich habe dann auf diese Station dürfen und habe dann das Mädchen angeschlossen, also habe ihr die Herzmusik gemacht. Und das Schönste war im Grunde, nach 2 Minuten, also auf dem Monitor konnte man sehen, wie der Puls von 200 auf 100 runterrauschte. Nach 2 Minuten. Also ich hatte dort halt nur Boxen, aber da darf, ist natürlich alles, auf so einer Intensivstation ist ja auch sehr viel Geräte und Sachen, und aber ich durfte rein immerhin. Und dann habe ich die Musik von diesem Kind, habe ich einen Kristall machen lassen, oder mehrere. Eine davon könnt ihr hier sehen. Und dann habe ich sie zusammen spielen lassen mit der Mama. Da habe ich auch einen Kristall gemacht. Und da war das Interessante zu hören, dass das Kind viel intensiver gespielt hat wie die Mutter. Also ich habe zur Mutter gesagt, sie wissen schon, dass sie jetzt Kraft von ihrer Tochter bekommen und nicht umgekehrt. Das war so unglaublich schön. Und für mich das wirklich Schöne war, ich war vor kurzem wieder im Spital dort, weil der Chefarzt dort sich sehr für die Musik interessiert und das dort jetzt schon auch am Testen war ein paar Mal. Und er hat mir erzählt, also übrigens ist das Kind nach 3 Tagen auch aufgewacht wieder. Und sie war dann in Deutschland in der Reha-Klinik, also in München, also der Tegernsee, irgendwo gibt es eine Klinik. Und hat man auch gesagt, ja, halt, es wird nichts mehr viel passieren und so. Und jetzt nach einem Jahr war sie wieder in Klagenfurt in der Klinik, ist zu Fuß reingegangen, also noch mit Hilfe, und kann wieder sprechen und macht im Grunde pausenlos Fortschritte. Also es können immer Wunder passieren. Ich erzähle das aber auch darum, um auch zu zeigen, dass eben auch das, was wir als krank verstehen, schwer verletzt, alle Knochen gebrochen, schlimmste körperliche Leiden, Morphium und alles drin. Und dennoch ist da etwas, das so wunderschön ist. Und die hat auch wunderschön gespielt. Das ist so dieser Teil, der mich so interessiert hat, weil ich die Arbeit von Dr. Motto sehr schätze. Was kommt da raus? Ich war ja selbst sehr gespannt. Wo ich mit der Musik dran bin, es gibt einige Forschungen, also ich möchte auch das, was ich mache, irgendwie dann nicht so in einem Bereich haben, wo man sagt, ja, irgendein ein Spinner oder ein Esoteriker oder was auch immer, sondern ich sehe das schon als eine seriöse Geschichte an. Es gibt also in München, in der Ludwig-Maximilian-Universität, gibt es eine Studie. Ich hatte sehr viele Menschen bei mir mit Ängsten, die dann nicht mehr raus konnten und mit anderen sprechen. Und da habe ich eben gesehen, dass die Musik sehr angstlösend ist. Also ich hatte auch immer wieder Rückmeldungen, ich haue mir die Kopfhörer rein und ich kann vor Leuten reden, ich habe keinen Durchfall mehr, also es gibt ja ganz viele, und ich kann wieder Zug fahren etc. Und da gibt es eine spezielle Box, die dann das Licht sehr intensiv auch mit dem Klang verbindet. Gibt es eine Studie. In Freiburg gibt es eine Studie, die fängt jetzt dann an, direkt praktisch im Spital auch. Dann gibt es eine Studie in Ingolstadt, die fängt nächstes Jahr an. Das ist ein bisschen eine verrückte Studie, weil die wird eigentlich gemacht in einem schalltoten Raum. Jetzt, was macht Musik in einem schalltoten Raum? Ist schwierig, aber da wird dann HV und Licht gemessen, weil der Professor, der dort arbeitet, sich dafür total interessiert. Und was auch, das habe ich jetzt da noch gar nicht an der Folie,
wo es auch eine Studie geben wird, wo ich mich am meisten freue. Das ist eine Studie auf der Neonatologie in einem großen Universitätsspital in Österreich, also mit Frühchen, mit Frühgeborenen, wo die liegen in Bruckkästen drin und da gibt es ja schon sehr viele Bemühungen. Also die Sprache der Mama oder der Geruch der Mutter, also da wird ganz viel gemacht. Und da ist man jetzt auf mich zugekommen und möchte eben die Musik der Mutter hineinspielen und dann wieder über HAV schauen, wie die Kinder reagieren. Weil das sind ja, also man muss sich vorstellen, das ist nichts, das sind so 500 Gramm Lebern. Wenn man so Frühchen anschaut, man hat schon das Gefühl beim Hinschauen, die zerbrechen. Und die werden natürlich ganz lang dann getrennt von der Mama. Und jetzt versucht man hier eine neue Form von, weil wer liebt mehr wie die Mutter? Das ist einfach so. Und da bin ich schon gespannt, was rauskommt. Also auch dann, ob die Kinder, ob sie ruhiger werden, wie sie reagieren. Von größeren Kindern weiß ich es. Also die Musik von der Mama, Kinder schlafen besser. Die eigene Musik mögen die Kinder nicht so, die von der Mama schon. Umgekehrt wiederum hat die Mama die Musik vom Kind lieber, weil die so energetisch so stark ist für die Mutter. Also lustig, wusste ich auch nicht. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf, dass das passiert. Was rauskommt, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, in den 5 Jahren, wo ich das jetzt mache oder gemacht habe, hatte ich nie negative Rückmeldungen oder jetzt auch schlechte Messungen, was immer das sein soll. Und das freut mich natürlich auch sehr. Jetzt möchte ich euch noch am Schluss auch etwas vorspielen, so ganz kleine Ausschnitte. Also ich habe etwa, um das noch kurz zu erklären, ich habe so etwa 15, 16 Versionen von Musik, weil es gibt Leute, die mögen vielleicht eine Viola nicht oder ich habe auch nur Trommeln und so und ich schaue dann immer, was mal weniger oder mehr Instrumente, wie kommt das überhaupt an? Wem seine Musik ist das jetzt? Von Herrn Unbekannt. Also von einem Herrn, ich spiele danach noch was von einem Kind, also ein Herr mittleren Alters, hat sich gesund gefühlt. Also. Ja. Nicht das ja. Auch. Nee, einfach mal. So. So von Anfang an und danach taucht man ein. Jetzt als Beispiel, als anderes Beispiel, das ist ein kleines Kind. War ganz aufgeregt, also ein 4-jähriger Knabe und hat sehr schnell gespielt zu Beginn, bis es dann cool fand. Jetzt gehe ich da nochmal raus. Um vielleicht in Zahlen das noch kurz zu erklären. Es gibt so im HAV so Totalmesswerte und so ein Erwachsener
ist so bei vielleicht 1500 bis 2500, bis, wenn er gut ist, da ein bisschen höher. Und ein Kind kann bei 22.000, 23.000 sein. Die Totalenergie in den Frequenzen des Kindes sind viel höher. Klingt jetzt schön ruhig, nicht? Und dann kann man aber das ist jetzt keine Flöte mehr, das ist eine Trommel. Jemand, der sich nicht spürt, der liebt jetzt zum Beispiel die Trommeln, weil er dann sich die Kraft wahrnehmen kann. Ihr hört mich alle beim Reden, oder? Warum? Ja, weil der Klang, der Schallwandler so ist, dass ich trotzdem mit euch sprechen kann. Über das normale, wenn ich euch jetzt mit Boxen beschallen würde, würdet ihr kein Wort verstehen. Das ist der große Unterschied. Also hier geht die Musik um mich sozusagen, sie hüllt mich ein und sie drückt mich nicht weg. Das merkt man zuerst gar nicht. Obwohl es laut ist, oder? Ist laut. Ja. Ich mache meistens so 20 Minuten Musik. Ja, wie ist das technisch möglich? Das war die Frage. Mhm. Schwierig. Die Instrumente, die Frequenzen zuordnen. Also es abgenommen wird es über Elektroden, also über Handklammern, also über EKG-Elektroden. Und der Körper besteht aus vielen Frequenzen, oder? Auch wie man im HAV sehen kann, dort ist ganz viele Frequenzen drin. Und all diese Frequenzen werden einzeln rausgerechnet, abgenommen. Und in jeder Frequenz gibt es dann die Möglichkeit, ein Instrument praktisch hinzulegen. Aber nicht in der Frequenz, sondern in einem Frequenzspektrum. Also von 0,4 bis 0,8 gebe ich dir eine Flöte oder eine Trommel. Jetzt ist es aber so, weil jeder Mensch anders schwingt, spielt es jeder Mensch anders. Es gibt Leute, die spielen zum Beispiel die Harfe nie und die anderen dauernd. Oder es gibt Leute, die spielen ein Instrument nur kurz und dann der nächste wieder länger oder gar nicht. Weil wir alle in unserer Schwingung, also in unserer inneren Schwingung, so sind, dass wir nie gleich schwingen. Man muss sich das vorstellen, wie eine Welle. In einer Welle sind ganz viele Wellen drin. Und jedes Mal ist eine andere unter Umständen oben. Das kommt darauf an, wie geht es mir gerade, kann ich entspannen, bin ich im Stress etc. Und in der Ruhe ist es am besten natürlich. Also ich mache Musik nur in der Ruhe und dann kommt diese Schwingung so, dass ich in die Balance komme. Und ich höre mich und ich merke eigentlich auch diese innere Ruhe dann über den Klang. Und dann reagiere ich in der Energie. Und das ist so das Schöne. Und jeder, es gibt niemanden, der gleich spielt. Ich hatte nur als Beispiel siebenjährige Kinder mit Epi-Anfällen 20 am Tag. Trommeln eingeschlafen, Harfe davongerannt. Also... Das ist eben so und darum gibt es auch viel verschiedene Versionen, mal nur zwei Instrumente, wo ich nur mit zwei Instrumenten spiele oder mit sechs und das ist so eine Gefühlssache. Also ich habe so Vorarrangements, also verschiedene, das ist so Erfahrung, wo ich einfach weiß, da gibt es wenig
da gibt es wenig auszusetzen, oder? Und darum mache ich auch bei so einer Aufnahme meistens, ich mache so 10 Minuten mit mehr und 10 Minuten vielleicht mit weniger Instrumenten. Und dann kann man auch, wenn man das später hört, auswählen. Man hört, die meisten hören immer nur ein paar Minuten und sind dann, ja, oder das ist meine Lieblingsstelle und so. Aber das ist auch gut. Man soll das nicht wie ein Medikament nutzen. Das geht nicht. Und das ist eben die Frage, das ist einfach, ich kann jedes Instrument nehmen, aber nicht jedes in jeder Frequenz. Also es kann Instrumente bestimmten Frequenzen ganz furchtbar klingen, das passt nicht, weil die Eigenfrequenz vom Instrument am Körper nicht klarkommt mit dieser Geschwindigkeit. Das ist halt das Schwierige auch gewesen. Im Grunde genommen kann man sich die Instrumentenzusammenstellung aussuchen. Könnte man, ja, das könnte man. Das ist halt viel Arbeit, also das geht nicht so einfach, aber das ist natürlich möglich. Man kann dann das aussuchen. Also es wird abgeleitet über so ein Gerät, über die Elektroden und wird dann praktisch über MIDIs wird das dann vertont. Aber es spielt der Körper. Ja, ja, also ich mache nichts, ich stelle es praktisch zur Verfügung und dann spielt eben der Körper. Warum ich auch bei so einem Vortrag auch das vielleicht zu erklären, jetzt niemand anschließe und das mache, weil es ist etwas sehr Persönliches, so etwas zu machen. Und ich bin nicht so der Freund, dann irgendwas, dann jemand zu verkabeln oder so, weil es ist auch für viele dann unter Umständen stressend unangenehm. Also, weil das ist, was in meinem Herzen ist, ist ja mir am nächsten. Und so ein Beispiel geht so ganz kurz, aber es so für sich zu erfahren, das ist natürlich, weil ich weiß, das bin ich in dem Augenblick und das Ganze anders erleben. Und mit der Farbe dann zusammen und dann halt auch mit dem richtigen Ton. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und danke gerne.